Willkommen zu einem neuen Video von Tim und Kais Wettbüro und ihr merkt es wahrscheinlich schon, irgendwas ist anders als sonst. Der Tim lässt sich heute entschuldigen, der ist nicht dabei, deswegen werde ich heute mal ausnahmsweise ganz alleine für euch das Video produzieren. Ich bin selber gespannt, wie es läuft. Bitte nicht zu kritische Maßstäbe anlegen und mir auch gerne nach dem Video ein kleines Feedback dalassen, wie es euch gefallen hat. Wird sicherlich nicht die Regel werden. Tim wird, denke ich, nächste Woche wieder dabei sein. Solange werde ich euch hier alleine unterhalten müssen, aber ich denke, dass das auch ganz gut klappen wird. Also, diesmal Thema sind sicherlich die WM-Spiele. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen von einer Flut an Länderspielen bombardiert. Da soll man natürlich nicht auf alles setzen, denn Länderspiele haben natürlich auch immer ihr eigenes Risiko. Ich habe euch aber zwei Value-Tipps rausgesucht, die ich gerne hier auch in der Öffentlichkeit mit euch teilen möchte. Die Value-Tipps haben gestern schon die Premium-Kunden erhalten. Und das sind, denke ich, auch Spiele, wo wir da drauf eingehen, die jetzt nicht so im öffentlichen Interesse sind, aber meiner Meinung nach eben Value bieten. Und wir starten einfach mal rein. Und bevor wir zu den Tipps kommen, würde ich euch gerne nochmal ein paar Sätze sagen zu meiner Premium-Gruppe, die Telegram-basierte läuft. In der letzten Woche haben wir euch ja schon mal gezeigt, wie es aktuell von den Einheiten in der Premium-Gruppe aussieht, was wir da so für Scheine getippt haben. Und jetzt nochmal, wer sich dafür interessiert, jetzt vielleicht nochmal ein paar Facts, was euch denn auch in dieser Premium-Gruppe erwartet, die nun schon, die man mal wieder einen anderen Namen bekommen hat, aber nun schon auch einige Jahre so läuft. Also, ihr werdet erwarten oder ihr könnt erwarten 8 bis 12 Pre-Match-Scheine, die von mir analysiert werden. Ich selber habe 15 Jahre Erfahrung in Sportwetten, mache das Ganze natürlich nicht seit 15 Jahren professionell, denn ich musste auch erstmal eben Erfahrungen sammeln, wie jeder andere auch, und hätte mir wahrscheinlich früher auch gewünscht, frühzeitiger irgendwie Anbindung an einen Profi zu bekommen. Und seit einigen Jahren, seitdem ich auch beim Wettschein-Service bin, mache ich das Ganze professionell und wir profitieren, denke ich, alle davon. Sportartenschwerpunkt ist Fußball und Tennis, aktuell auch wieder vermehrt Tennis. Und ganz vereinzelt gehen wir auch mal auf andere Sportarten ein. Es kommt dann darauf an, wenn sich da wirklich was Gutes ergibt. Und das sind natürlich auch saisonale Sportarten wie Eishockey, Radsport, Wintersport und auch Darts. Ich denke, was die Gruppe besonders macht, ist der Audio-Podcast, den ich mache. Nicht zu jedem Schein, aber zu vielen Scheinen gibt es von mir auch eine Audioanalyse. Also ich werde nicht wie in anderen Gruppen, wo ich auch damals rumvegetiert bin, wo man dann einfach irgendeinen Schein bekommen hat und den soll man bitte nachspielen. Also ich möchte schon, dass ihr auch seht, dass ich mich mit diesem Schein auseinandergesetzt habe, das Ganze analysiert habe. Und dazu gibt es häufig dann eine Audioanalyse und da könnt ihr dann, denke ich, ganz gut nachvollziehen und auch entscheiden, ob ihr den Schein dann selber anspielen wollt. Das ist in Form eines Podcasts gemacht, da haben aber exklusiv nur die Premium-Kunden drauf Zugriff. Money Management gebe ich euch natürlich an die Hand, Einheitensystem, wer uns häufiger sieht, weiß, dass das ja sehr konservativ ist. Wir gehen mit geringeren Einheiten dran, aber eine Einheit hat bei uns natürlich einen höheren Wert, denn wir wollen natürlich auch eine sinnvolle Rendite erzielen. Und was wir auch als neuen Schwerpunkt haben, sind die Live-Wetten. Schaut da nochmal ins letzte Video rein, da habe ich ein bisschen was zu den aktuellen Live-Wetten gesagt, was da auch unsere Strategie dahinter ist. Das Ganze ist natürlich extrem situationsabhängig. Also ich kann nicht sagen, heute Abend kommt eine Live-Wette, sondern das ergibt sich dann, wenn ich das Spiel schaue. Aber das kommt auch in der Form ganz gut an. Genau, Schulungen. Ich erkläre natürlich auch die Strategie hinter so einer Live-Wette und warum ich das Ganze abgebe. Also es soll nicht einfach alles irgendwie sinnfrei nachgespielt werden, sondern ihr bekommt natürlich auch einen Leitfaden an die Hand, warum ich das Ganze so mache. Und auch das geschieht dann meistens in Form von Audiodateien. Unsere Gruppe ist buchmacherunabhängig. Wir machen natürlich Vorschläge. Beim Asiaten zu sein kann sicherlich auch nicht schaden. Aber prinzipiell kann man unsere Tipps überall nachspielen und das ist was, denke ich, was uns auch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal gibt. Wir haben gerade, was die unteren Ligen, auch die Regionalliga angeht,
geht. Ein Insiderwissen, was nicht viele haben, denn wir haben Kontakte in den Vereinen, dazu will ich aber natürlich nicht mehr sagen. Wer bei uns in der Gruppe ist, der hat es in den letzten Monaten oder Jahren schon kennengelernt und die Regionalligascheine laufen, wenn wir sie denn dann haben und aktuelle Infos aus den Vereinen haben, auch sehr, sehr profitabel. Prinzip ist natürlich Qualität statt Quantität, also wenn ihr gerne eine Gruppe habt, wo ihr 50 Scheine in der Woche bekommt, dann gerne. Wir wollen natürlich nur einen Schein rausgeben, wenn er vorab analysiert wurde und das dauert. Also eine vernünftige Analyse dauert einfach und das kann man nicht mit 50 Mal in der Woche machen, sondern ich denke mit 8 bis 12 Scheinen sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt. Und unser Ziel ist, und das habe ich auch häufiger mal gesagt, circa 30% Rendite im Kalenderjahr, das ist sehr ambitioniert. 30%, denke ich, gibt euch kein Kredit, keine Bank der Welt. Es ist so, ich persönlich gehe pro Einheit mit 30 Euro rein, das heißt, ich habe eine Bankroll circa von 3000 Euro und wenn ich davon die 30% nehme, dann komme ich in den Reingewinnbereich im Jahr, so in den vierstelligen Bereich. Und das war auch immer mein Ziel, denn davon gönne ich mir dann mal irgendwie einen kleinen Wellnessurlaub zusammen mit der Freundin. Das ist realistisches Sportwetten. Ihr werdet nicht so viel gewinnen, dass ihr euch mal eben Porsche kaufen könnt. Also Versprechungen gibt es in dieser Sportwettenwelt noch und nöcher. Aber ich setze mir immer ein realistisches Ziel und dieses Ziel habe ich in den letzten Jahren auch eigentlich immer erreicht. Und deswegen möchte ich gerne, dass wenn ihr zu unserer Gruppe dazustoßt, nicht ein unrealistisches Ziel, eine unrealistische Erwartung habt, denn dann werdet ihr nur enttäuscht. Und deswegen sage ich euch lieber, realistische Ziele setzen, dann macht so eine Gruppe auch Spaß. Also wenn ihr Interesse habt, Anmelde-Link ist unter dem Video und man kann auch das Abo monatlich kündigen. Reicht einfach eine Mail an info@wettscheine.net. Und wir kommen jetzt einfach mal zum spannenden Teil, nämlich zur WM-Quali, wo ich den Value sehe. Und ich habe zwei Spiele im Auge und ich ziehe jetzt erstmal das erste Spiel rein und das ist die Partie zwischen Aserbaidschan und Luxemburg. Das Spiel zwischen Aserbaidschan und Luxemburg. Jetzt werdet ihr bestimmt sagen, Kai, was hast du uns denn da rausgesucht? Das ist ja Not gegen Elend und das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Das ist auch ein bisschen Not gegen Elend. Sicherlich ein Spiel, was kaum jemand beachtet bei der WM-Quali an diesem Wochenende in dieser Woche. Wobei das Spiel ja schon morgen stattfindet um 17 Uhr an Karnevalsdonnerstag. Aber ich finde die Quotenentwicklung ganz interessant bei diesem Spiel. Ausgangslage ist einfach Aserbaidschan, wirklich schlechte Entwicklung in den letzten Jahren. Der letzte Heimsieg datiert vom November 2018, das muss man sich mal vorstellen. Ansonsten Aserbaidschan fast nur Niederlagen gesammelt, auch gegen kleinere Teams, nicht gut ausgesehen. Und wenn man Luxemburg nimmt, ich finde, dass Luxemburg in den letzten Jahren wirklich sich entwickelt hat. Natürlich ist Luxemburg immer noch ein Fußballzwerg, aber 6 Punkte nach 6 Spieltagen, das spricht auch schon so ein bisschen für sich. Und Luxemburg gestaltet Spiele auch gegen favorisierte Teams wirklich eng. Also sie sind da unbequem geworden, haben auch einige Legionäre drin. Und das Hinspiel hat auch Luxemburg für sich entschieden in Luxemburg. Und ich sehe Luxemburg absolut auf Augenhöhe mit Aserbaidschan, auch was die Qualität im Kader angeht. Aber die Form spricht eher für unseren Nachbarstaat. Und wenn ich das jetzt mal zusammenzähle und dann die Quoten sehe, ja, die Quotenentwicklung, dann müsste ich schon gestehen, dass ich hier eher das Value einfach bei Luxemburg sehe, die jetzt hier auf den Dreiwegsieg eine Dreierquote haben. Aber wenn man mal schaut, ja, wie die Quotenentwicklung ist, dann fällt diese Quote eher, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, ich sehe hier 50-50, Value auf den Luxemburg-Sieg, den ich allerdings so nicht anspielen würde. Ich würde vielleicht die doppelte Chance X2 nehmen in einer Kombi. Oder man spielt das Draw No Bet. Das finde ich bei diesen Value-Tipps immer ganz gut. Beim Unentschieden wird es dann das Geld zurückgeben. Und wenn Luxemburg tatsächlich dieses Spiel gewinnt, dann ist die Wette durch. Kann mir hier natürlich auch guten Unentschieden vorstellen.
Im Prinzip ist bei solchen Spielen, wo so kleine Nationen gegeneinander spielen, immer vieles möglich. Allerdings muss man ja auch irgendwie mal rein logisch an die Sache rangehen. Und da sehe ich Luxemburg tatsächlich leicht im Vorteil. Und das wollte ich euch einfach mitteilen, eben weil die Quoten hier so attraktiv sind. Das zweite Spiel, worüber ich sprechen möchte, ich hole es mal gerade ins Bild, ist das Spiel Bosnien-Herzegowina gegen Finnland. Es findet am Samstag um 15 Uhr statt. Und ähnlich wie Aserbaidschan gegen Luxemburg sehe ich hier auch einen gewissen Value. Gucken wir uns mal die Tabelle an, denn das ist ein ganz interessantes Spiel. Eigentlich müssen beide Teams einen Dreier holen. Ja? Und der Zweitplatzierte, wo jetzt aktuell noch die Ukraine steht, qualifiziert sich ja für die Playoffs. Und das ist sicherlich das Ziel von Bosnien als auch von Finnland. Aber ein Punkt reicht schon fast nicht. Man muss hier einen Dreier holen. Denn es sind ja auch nur noch zwei Spiele für diese beiden Teams. Und das wird insofern interessant, als dass man auch hier sicherlich live drauf gehen könnte. Denn irgendwann wird ein Team mehr öffnen müssen als das andere. Und ich sehe hier Finnland vielleicht sogar leicht im Vorteil, weil ich bei diesem Spiel vermute, dass es wirklich taktisch geprägt ist. Erstmal, die erste Phase dieses Spiels wird taktisch geprägt sein. Es wird irgendwie ein Abnutzungskampf werden. Am Ende wird es aber eventuell vogelwild, weil es zählt nur ein Dreier. Und Finnland ist das klassische Konterteam. Die haben mit Pukki zum Beispiel einen schnellen Mann und auch einen Vollstrecker vorne drin. Und wenn Finnland erstmal kompakt defensiv steht, ähnlich wie sie es auch bei der Euro gemacht haben, und dann mal schnell umschaltet, dann wird es wirklich brenzlig. Und die Finnen sehe ich einfach auch formmäßig besser als Bosnien, denn Bosnien ist ein Team, das hat mich wirklich nicht überzeugt, hat auch hier gegen kleinere Teams wie Kasachstan nur mal einen Punkt geholt. Also man muss auch hier einfach mal die Gegner sehen. Das sind jetzt keine Schwergewichte und natürlich spielt Bosnien zu Hause, hat da frenetische Fans. Allerdings sehe ich Finnland mindestens genauso gut aufgestellt und die Quotenentwicklung spricht auch hier für sich, dass die Finnland-Quote eher fällt. Und auch hier würde ich vorschlagen, doppelte Chance X2 oder Draw No Bet. Draw No Bet gibt es immer die Verdopplerquote, wenn nicht sogar ein bisschen mehr dafür. Und hier sehe ich auch Value, weil die Quote mir einfach zu hoch ist, weil ich auch hier eher ein 50-50-Spiel sehe. Finnland kann für Bosnien sehr, sehr unbequem werden. Und unentschieden und leichte Tendenz pro Finnland halte ich hier durchaus für möglich. Tipps für die WM-Quali bis einschließlich Samstag. Wir haben natürlich auch in der nächsten Woche, zumindest im ersten Wochenteil, noch einige Spiele. Dazu wird was exklusiv in der Premium-Gruppe kommen. Natürlich auch zu vielen anderen Sachen in der Premium-Gruppe. Ich habe dort schon weitere zwei Safety-Scheine meiner Meinung nach veröffentlicht. Natürlich kann ich jetzt nicht alles hier mit euch teilen, aber das ist mal so ein kleiner Einblick, wie wir auch in der Gruppe arbeiten. Jetzt kommen wir noch zum erfreulichen Part, denn unsere 10 Euro Paysafe-Card ist weggegangen. Wir haben im letzten Video gefragt, wie geht denn das Spiel Fürth gegen Frankfurt aus, und es war irgendwie symptomatisch für die aktuelle Bundesliga-Saison vogelwild, und fallen einfach mal noch zwei Tore in den letzten Minuten. Frankfurt gewinnt dann schlussendlich doch noch, und das hat sicherlich einen User gefreut, denn das ist der KM92. Herzlichen Glückwunsch für die 10 Euro PaySafeCard. Was du jetzt tun musst, ist uns bitte per Mail schreiben an info@wettscheine.net einen Screenshot von deinem YouTube-Profil machen, damit wir auch sehen, dass du tatsächlich KM92 bist. Und dann kriegst du die PaySafeCard per Mail zugeschickt. Und es gibt natürlich dann auch wieder ein neues Gewinnspiel fürs Wochenende. Wie Tim das auch immer so schön sagt, ihr müsst in unserem E-Mail-Verteiler sein. Das ist die Bedingung. In den E-Mail-Verteiler kommt ihr mit dem Link unter dem Video, und ihr müsst das richtige Endergebnis der Partie Spanien gegen Schweden tippen. Das ist Sonntagabend. Extrem interessantes Spiel. Könnte dann gut sein, dass es wirklich ein Finale Furiosum wird.
Und wenn ihr richtig getippt habt, dann seid ihr schon sehr nah dran an der 10 € PaySafe-Card. Wenn ihr der Alleinige seid, der richtig getippt habt, dann habt ihr sie gewonnen. Ansonsten entscheidet das Los und wir geben den Gewinner wieder im nächsten Video bekannt. Also rein in den Newsletter, wie gesagt, unter dem Video und richtigen Ergebnistipp abgeben und dann seid ihr dabei. So, ich komme zum Ende. Heute mal ganz alleine gemacht das Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt ein paar Eindrücke mitgenommen, konntet vielleicht ein paar interessante Dinge auch aus den Value-Tipps ziehen. Und mich würde es natürlich freuen, das eine oder andere Gesicht dann mal in der Premium-Gruppe zu sehen. Wir nehmen noch Plätze auf, allerdings auch nicht mehr so viele, denn ich möchte, dass die Gruppe nicht mehr als 100 Personen hat. Da sind nur noch ein paar Plätze frei, deswegen, wenn ihr euch dafür entscheidet, dann seid natürlich herzlich willkommen, solltet euch aber auch recht zügig entscheiden. Und ja, ich wünsche euch schöne Spiele, eine schöne Restwoche, viel Spaß einfach bei den Länderspielen und wir hören uns nächste Woche wieder, dann sicherlich auch mit dem Tim. Macht's gut, ciao und tschüss.